Wir sind zurück in Witcher 3 und hier gibt es ein ganz besonderes Geheimnis. Und wo ist hier? Wir befinden uns in der königlichen Burg und die Karte dort besteht im Grunde genau aus diesen Räumen hier, also aus der Burg und eben diesen Räumen, die wir sehen können. Hier haben wir einen Garten und genau dort gibt es ein Geheimnis, das ziemlich viele Leute verpasst haben. Wir starten hier am Haupteingang. Also das ist der Platz, wo du auch normalerweise landest, wenn du hier ins Schloss reist. Und dann geht es hier von dem Haupteingang hier durch diese kleinere Tür. Und dann sind wir im Garten. Es kann aber sein, je nachdem wie weit du in der Geschichte bereits fortgeschritten bist, dass diese Tür hier zu ist. Wenn das bei dir der Fall ist, dann läufst du hier einfach geradeaus durch. Denn hier gibt es eine weitere Tür und die führt dich in diesen Flügel hinein. Und hier ist zwar kein direkter Ausgang, aber du kannst hier einfach rüberspringen. Und dann bist du halt auch im Garten. Aber wie gesagt, das ist in der Regel nicht nötig, außer du bist schon so weit vorangeschritten, dass die Tür halt zu ist, dann weißt du, es gibt den zweiten Weg. Ja, und wenn du hier bist an dem Brunnen, dann hast du hier diese sehr farbenfrohe Blütenpracht. Und wenn du dann einfach mal nach links guckst, hier wo die Bänke sind und der Tisch und geradeaus an dem Tisch vorbeigehst, dann siehst du, hier ist ein Stein und den kann man benutzen. Und diesen Stein haben die meisten Leute nicht gefunden und die wenigen, die ihn gefunden haben, haben dann auch nicht unbedingt herausgefunden, um was es da geht. Wir benutzen jetzt einfach mal den Stein. Und wie du hörst, passiert irgendwas. Aber wenn man ganz am Anfang in dem Spiel steht und so Witcher noch gar nicht kennt und das Spiel selbst ja noch gar nicht kennt und man sich so überlegt, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Ich habe irgendwas gehört. Was ist los? Was kann hier passiert sein? Dann wird wiederum so einigen nicht aufgefallen sein, was hier gerade passiert ist. Und dann geht man wahrscheinlich hin und versucht nochmal zu drücken. Und dann siehe da, es funktioniert nicht, du kannst nicht mehr drücken und das war's dann auch. Und dann macht man in der Regel Folgendes, man läuft weiter und guckt sich einfach mal um. Und damit hat man das Geheimnis, was sich dahinter verbirgt, auch nicht gefunden. Ich drücke den jetzt nochmal und du siehst da vorne in der Ecke, da ist etwas passiert, da ist nämlich etwas aufgegangen und das sogar ziemlich schnell. Doch das sieht man natürlich nur, wenn man gerade in dem Moment auch diesen Winkel hat. Ansonsten, wenn man normalerweise hier so drauf guckt und sich auf den Stein konzentriert, dann sieht man es halt nicht. Aber du bist jetzt im Bilde, was damit passiert ist. Dadurch, dass wir den Stein benutzt haben, ist hier eine geheime Wand verschwunden und damit offenbart sich ein geheimer Raum. Da gehen wir jetzt mal rein. Jede Menge Spinnenweben, also wer hier Probleme mit Spinnen hat, ne? Schauen wir mal, also hier haben wir ein Skelett und eine Kiste. Auf der Kiste liegt ein Buch. Schauen wir uns mal an, was das Skelett bei sich hat. Wir haben hier einmal ein Gildorfer Schwert, Meistergegenstand, und wir haben einen alten Brief. Dieser Brief ist adressiert an Roderick de Wet. Bitte vergib mir die späte Antwort. Ich wartete auf die Bestätigung von Golan Vivaldi, dass genügend Geld bereitsteht, um deinen Wechsel einzulösen. Nicht, dass ich dir nicht traue, doch die Götter helfen dem, der sich selbst hilft, wie man in Kedwen sagt. Der Fluch von Prinzessin Adda könnte tatsächlich wiederkehren. Der Hexer aus Riva hatte nur rudimentäre Kenntnisse in der Magie, weswegen er den Fluch nicht vollständig brechen, sondern nur vorübergehend seine Wirkung aufheben konnte. Damit Adda wieder zu Striege wird, müsste man eine Mahlzeit mit 3 Tropfen vom Blut ihres Vaters, König Foltest, versehen, 3 Tropfen Wolfsblut und 3 Tropfen Galle einer frisch beerdigten Frau, die 100 Jahre alt geworden ist, das 101. aber nicht vollendet hat. Über dem solcher Art präparierten Mal ist dann das ursprüngliche Dreieck zu wirken. Das müsste reichen, doch überlege gut, ob du eine solche unehrenhafte Tat wirklich zu tun wünschst. Ich freue mich auf weitere Geschäfte mit dir, Alessandra de Ville. Um was geht es hier eigentlich? Der Empfänger Roderick de Wet ist einer der Charaktere, auf die man in Witcher 1 trifft. Den Charakter gibt es tatsächlich auch nur in dem Spiel und ist ansonsten nicht Bestandteil der Witcher-Saga aus den Romanen. Also eine ganz klare Referenz auf den ersten Witcher-Teil. Graf Roderick von Wet ist kein besonders netter Zeitgenosse und Geralt und Roderick haben nicht gerade viel füreinander übrig, um es mal so auszudrücken. Interessanterweise war er der Adjutant von eben der Prinzessin, von der hier in dem Brief auch die Rede ist, nämlich von Adda, Tochter von König Foltest.
Prinzessin Ada ist ein Charakter aus der Kurzgeschichtensammlung Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski. Die Prinzessin war totgeboren, aber nach 7 Jahren als Striege wiedergeboren worden. Das aufgrund eines Fluches. Geralt konnte den Fluch aufheben. Doch Jahre später setzte der Fluch wieder ein und Ada verwandelte sich erneut in eine Striege. Das ist der Part, den wir in Witcher 1 spielen und dort können wir entscheiden, ob wir sie erneut vom Fluch befreien oder ob wir sie ein für alle Mal töten. Dazu gibt es auch dieses Cinematic-Video, das den Kampf zwischen Geralt und Ada zeigt. Thank you.
Wenn du die Witcher-Serie gesehen hast und da die dritte Folge der ersten Staffel, dann kommt dir das womöglich alles sehr bekannt vor. Das, was wir dort sehen, ist das, was beim ersten Mal geschah, als Geralt Ada vom Fluch befreite. Tja, und nun haben wir hier offenbar Roderick de Wet als Skelett. Offenbar versuchte er, den Fluch vom Ada wieder zu aktivieren, und ganz offensichtlich ist ihm das nicht allzu gut bekommen. Das soll es doch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.